Mein Name ist Hendrik Bolz, ich bin 1988 geboren und in Stralsund an der Ostsee aufgewachsen und habe genau über dieses Aufwachsen ein Buch geschrieben. Es heißt Nullerjahre, Jugend in blühenden Landschaften und erscheint am 10.02. im Kiwi Verlag. Meine persönlichen Nullerjahre unterscheiden sich von den Nullerjahren in Westdeutschland vor allem dadurch, dass eben vorher die Wende stattgefunden hat und noch da hinein ausgestrahlt hat. Also in dem Plattenbauviertel, in dem ich meine Zeit verbracht habe, das war eigentlich eine klassische Nachwendegeschichte und die war geprägt von Massenarbeitslosigkeit, von massenhaftem Wegzug und von rechter Hegemonie. Und das sind Dinge, die hat man im Westen in der Ausprägung meiner Meinung nach nicht erlebt. Es gibt ja immer wieder Menschen, die behaupten, dass es doch jetzt mal gut wäre mit Ost-West-Debatte und dass man sich das Thema nicht mehr anschauen müsste. Aber ich bin genau der gegenteiligen Meinung. Ich denke, das ist irgendwie wie in der Beziehung, wenn man nach 30 Jahren sagt, ja, jetzt müssen wir nicht mehr miteinander sprechen. Ich finde es wichtig, dass wir miteinander sprechen. Ich finde es wichtig, dass man sich austauscht, dass man sich zuhört, Verständnis füreinander hat. Und ich glaube, da kann das Buch einen wichtigen Beitrag leisten. Es gibt auf jeden Fall einen guten Einblick in ostdeutsche Befindlichkeiten und kann auch vieles, was heute im Osten passiert, miterklären. Ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe persönlich, da weiß ich, dass das auch ganz vielen Leuten ähnlich ging. Die Nullerjahre sind eigentlich immer noch eine Zeit, die wir uns mal genau anschauen müssten und wo ich auch hoffe, dass noch viel, viel mehr Leute sich zu Wort melden und ihre Erfahrungen teilen. Ein Riesenthema im Buch sind auf jeden Fall auch Drogen. Man muss sich ja überlegen, in der DDR gab es das ja einfach nicht. Also es gab dann auch danach eben keine Erfahrung, keinen Diskurs damit. Die haben einfach den ostdeutschen Markt überschwemmt nach dem Mauerfall und sind da auf eine Jugend getroffen, auf meine Jugend, die eben draußen rumhing, nichts zu tun hatte und versucht hat, sich die Zeit und die depressive Grundstimmung zu vertreiben. Und das war natürlich eine explosive Mischung. Nullerjahre ist auf der einen Seite eine klassische Coming-of-Age-Story mit den klassischen Pubertätsthemen, nur eben nicht in der klassischen Umwelt. Es ist aber auch ein Splitter eines Sittengemäldes deutsch-deutscher Geschichte. Wie war es denn zu Zeiten Schröders und Merkels in der ostdeutschen Provinz? Es ist aber auch ein Buch über Männlichkeit, über Drogen, über mentale Gesundheit. Also es steckt ganz, ganz viel drin. Das Buch beleuchtet auf jeden Fall auch den nächsten Abschnitt der ostdeutschen Gewaltlinie. Also über die 90er wird ja glücklicherweise mittlerweile viel mehr gesprochen. Aber hier kann man dann auch schauen, wie ging es eigentlich danach weiter? Wie haben die sich aufgewirkt wiederum auf meine Generation, die ja da noch kleine Kinder waren und davon aber nochmal wieder ganz anders geprägt wurden. Und man kann diese Linie auch über mein Buch hinaus dann auch ins Heute ziehen.